19. Jahrhundert war das eine Turnhalle. Das wird Sie jetzt erstmal erstaunen, denn Sie sind in einem Museum. Das ist ja eine Kathedrale der Leibesübungen, ein wunderbarer Raum, den wir jetzt wieder gewonnen haben als Ausstellungsfläche, wie er schon mal am Anfang des 20. Jahrhunderts genutzt war. Diese ganze Ausstellung bezieht sich auf unsere westliche europäische Kultur und wir haben einen Ausreißer hier, aber auch von Anfang an geplant, der wunderbar in die aktuelle Diskussion passt, dass muslimische Frauen vor allen Dingen oder einige muslimische Frauen gerne nicht halbnackt in der Badeanstalt oder im Meer schwimmen, sondern weiter bekleidet. Und um das zu illustrieren, gibt es hier einen Burkini. Weiß ist immer noch die Farbe für den Tennissport. In Wimbledon nach wie vor Vorschrift. Wir haben uns hier dann auch auf weiße Tenniskleidung kapriziert. Es gibt immer modische Einschläge. Aber was sich erhalten hat, und Tennis ist da neben dem Damenhockey, Feldhockey, meiner Meinung nach der einzige Sport, ist die Andeutung eines Röckchens oder eines Skirts, dieser Mischung aus kurzem Rock und Shorts. Die Reitkleidung kann man als früheste Sportkleidung, als früheste eigentliche definierte Sportkleidung bezeichnen. Die hat sich auch über die Jahrhunderte gar nicht so sehr verändert. An der Reitkleidung kann man sehr schön an der historischen auch nochmal das Thema Rock oder Hose festmachen, ebenso Damensitz oder Herrensitz. Natürlich diese Gruppe von dem Tom Ford Paillettenkleid und dem wohl Vorläufer als Sweatshirt oder als Hoodie hier mit dem Aufdruck beziehungsweise in Pailletten dargestellt. Tom Ford, die 61, Fords Geburtsjahr und diesen durchgestrichenen Schriftzug Mollys, sich auf Football-Kleidung, Football-Jerseys bezieht, auch die Typografie quasi von dieser Sportkleidung verwendet, die ja auch vollkommen in der Mode vollkommen sinnfrei verwendet wird. Also es reicht ja, wenn man diese großen Zahlen sieht, dass man Sport assoziiert. Das wird hier benutzt und bezieht sich außerdem noch auf einen Popsong. Da ist also Diverses ineinander gemixt.